So, sag, ja, hau rein. Ne? Grüß schön. Ja, genau. Viel Erfolg noch. Also wir könnten es schaffen, rein zeitlich jetzt noch, wenn wir sagen, wir spielen bis 11 Uhr, dass wir deinen Boss noch kriegen, ja. Meinen auf gar keinen Fall mehr. Du hast dein Licht. Hast es? Wenn ja, warum nicht? Ich hab's noch nicht. Da bin ich doch. Ich hab dich doch. Das geht schnell. Finde ich gut. Ja. Hauptsache, es gibt nachher wirklich diesen Ring. Wie in Dark Souls 2. Ja, das hätte was, ne? Ja. Ja. Schon. Rocky Livingston. Ja, genau, renn einfach durch. Ich kann ja euch hinterher rennen. Es sind ja keine Gegner mehr da. Ja, Tag, hi. Glut, der in der Träger. Was? In der Welt des. Trägers der Glut. Fossi. Ne, irgendwie sowas. So schnell konnte ich es gar nicht lesen. Seelen. Ich hab Aufzug schon mal hochgeschickt, ne? Hä? Ich hab einen Aufzug schon mal hochgeschickt, hab ich gesagt. Gut. Grüne Blüte. Oh, das ist. Die rüste ich mir mal aus. Die können wir wahrscheinlich gleich gut gebrauchen. Okay. Livingston geht mal gerade eben drauf. Der ist mal eben einfach neben dem Aufzug runtergefallen. Das hat er eben schon gemacht. Willst du noch einen anderen suchen oben am Feuer? Da gehe ich schon mal weiter. Ja, los. Wir treffen uns, ne? Alles klar. Vielleicht sterbe ich ja auch, dann darfst du mich nochmal rufen. Spare ich mir den Gang. Jeder Gang macht Schlangen. Schlangen. Wobei die. Ja, irgendwie greifen die einen ja hier gar nicht an. Nee, wirklich nicht. Geh schon mal zum Boss durch, mach eine Maßdrücke. Fertig. So, wen nehmen wir denn hier? Ja, doch, er greift mich an. Ilda. Er greift mich an! Nero. Rocky Livingston! Den probieren wir mal. Okay, ich sterbe. Soll ich gleich oben bleiben oder was? Ja, mach mal. Ich versuche jetzt mal mein Glück. Wobei gegen zwei auf gar keinen Fall. Tot. Das war ja wohl fies, das war ja ganz klar unfair. Ja. Von allen Parteien. Ja, auf jeden Fall. Wobei der Aufzug ist wirklich scheiße. Da passt ja wirklich nur fast alleine drauf. Mhm. Vor allem, wenn du von vorne kommst, du müsstest einmal hinten rumrennen, damit du also nicht direkt immer auf den Schalter sofort latschst. Mr. Popo! Nein, das bin ich nicht. Nein? Nein. Mr. Popo. Egal, wenn er mit der Peitsche spielen würde, ne? Oh Gott. Richtiger Spanker. Los! In welche Richtung hast du denn gelegt? Hier in etwa? Nee, hier. Ja, genau. Genau bei der Kette. Komm schon. Oh, er tötet irgendwas, ne? Mhm. Soll er mal machen. Sollen wir neu legen? Ja, lass mal. Wie es aussieht. Ich verbrauche beim Rollen weniger als beim Schlagen. Das Uchikatana braucht ganz schön viel Stamina. Oh ja. Ja, guck mal hier, wenn ich das zweihändig nehme, hat er dann zieht. Sogar noch mehr als dann bis zum Blauen. Ist nicht so witzig. Mr. Popo ist weg. Ja, dann müsste ich jetzt ja vielleicht kommen. Komm schon! Weil ich stürze mich in den Tod. Und dann? Ja, weiß ich noch nicht. Aber erstmal sterben.
Wir sehen es hier. Ach, wenn man oben drückt, ist Gesten, wenn man unten drückt, ist. Nee, hä? Links ist Gesten, rechts ist Menü. Ach so. Alles klar, okay. Ja. Viel gelernt heute. Bin ich immer noch nicht da? Nee. Leg's mal neu. Weil er sich sogar richtig schön in der Kurven legt. Ich begebe mich da mal in Richtung Drache. Du das! Ich brauch Seelen. Und Gegner. Und Seelen. Und Gegner. Hauptsache, es gibt die Gegner noch mit dem abgebrochenen Schwertern. Was denn da auch? Werde ich wieder von anderen Leuten gerufen, anstatt von dir. Du bist wieder verpasst. Vor allem wieder. Alles extra. Och, das ist so unfair. Mal geht es schnell, mal dauert es ewig. Was soll das? Wir hätten den Boss quasi schon dreimal tot haben können. Locker. Mal warum sehe ich Signs von Mr. Pope, aber nicht von dir? Ich muss beim Drachen ganz ruhig darauf verweilen. Ich gucke in der Zeit, ob ich da oben. Ja, da ist ein Tor unter dem Drachen. Ja, wie der da ist. Phantom! Rocky ist da! Ich setz mich aus. Aua! Okay, ich versuche jetzt mal den Drachen mal mit einem Pfeil abzuschießen. Mal gucken, wie viel Schaden ich dem mache. Oh, ein Langschwert. Oh, ein Neunschild. Könnte da wohl. Soll ich oder soll ich nicht? Was denn? Das. Ich liege auf dem. Direkt auf dem. Auf dem. Auf dem Ding, genau da. Bist du irgendwie. Ich bin tot. Jetzt liegen meine Seelen da rum. Weil es ja beim zweiten Bonfall, da kannst du eben hinreißen. Ja. Ja, aber dann verschwindet mein Rufsymbol. Ja, das taucht jetzt erstmal nicht auf. Ja, wer weiß, wenn ich es jetzt wieder neu lege. Wie wir einfach nur sitzen, auf dem Boden starren und über das Leben nachdenken. Denkt ihr denn auch über das Leben nach oder tut ihr einfach nur so? Ja, wir denken wirklich nach. Oh, das nervt mich so, dass es manchmal so schnell geht und manchmal einfach nur Ewigkeiten dauert. Ja. Shady Pines. Freue ich nicht. Das bin ich doch, oder nicht? Sag ich Mensch! Macht er seine Mätzchen, ey, und übersieht mich. Der Mätzchen. Echt mal. Du, wir sterben jetzt wieder, verdammte Kacke.
Ne? Es liegt ja nicht nur an mir, nicht nur an mir. Oh Gott, ich dachte gerade, Rocket Livingston fällt schon wieder in den Aufzug runter. Zuzutrauen wäre es ihm. Keine Frage. Er ist so ein Wilder. So ein Hi-O-Pi. So, wo sei da? Ist gerade noch die Animation von dem Gegner, den du gekillt hast. Was? Naja, ey, der ist gerade noch so zusammengesackt. Den hat Livingston, glaube ich, gekillt. Ich bin ja bei ihm gestorben. Okay, Livingston hat hier unten anscheinend alles geklärt. Echt? Okay. Alles nee, da unten. Klar. Wo geht's denn eigentlich dahin? Ach, das finden wir nachher raus. Da kommt auch zum Boss. Au! Der Boss ist unten. Nicht das obere. Genau da. Und wir können dir erstmal nicht folgen. Geh mutig voran, wir sind hinter dir. Ja, was soll ich anders machen, ne? Ich überlege, ob ich auf die andere Waffe wechsle. Noch hast du Zeit. Nein, das kann ich auch gleich noch machen. Schön, der mitten im Bosskampf. Ach, Waffe. Die oder die oder die. Ne? Kann man mal machen. Ich stehe ja noch vor dem Fogate. Du kannst ja noch zurück. Ja. Ja, wir haben Rocky. Kann doch nichts passieren. Rocky Balboa. Eben. Oh, guck mal, bei dir ist das schon weiter als bei mir. Verrückt. Und da ist er noch weiter als da. Irre. Wir sehen dreimal das Video hier. Ja. Ich hätte morgen mal sie nachher beim. Ich sehe ihn gar nicht. Das war der Bock. Wie dieser eine Boss da im DLC bei Dark Souls 2. Den man erst gar nicht sehen konnte, dann diesen komischen. Diesen Tiger da. Aber die eigentlich ist er, glaube ich. Ach so, ja, jetzt weiß ich, was du meinst. Ich weiß gar nicht, ob das Schild hier so viel bringt, ey, weil mein Schild macht gerade mal 57 physischen Schaden. Und was ist, ne? Ist ja nix. Am liebsten wäre ich jetzt wieder nur Fernkämpfer. Meinst du ja schön mit Giftpfeilen? Das wäre doch mal eine Maßnahme. Alter! Heil dich! Okay, ja, auf jeden Fall. Sag mir bitte nicht, dass er hinter mir ist. Nein, er ist bei mir. Die Mucke. Geil, ne? Das ist schon halt tot. Den kriegen wir. Alter! Mach keinen Scheiß! Ja, was soll ich denn machen? Wie soll ich denn angreifen? Richtig nicht. Roll einfach mal aus, ne? Aus Rüstung-Laune. Ja, wenn ich auch noch so einen Rage-Mode hat, wie der eine Boss von eben. Du bist jetzt so gut wie tot. Jetzt hol ich mein Spiel. So, super. Nice. Nachricht lesen? Quatsch. Wort von Nordwintar. Ich hab Glut bekommen. Nice. Ach, ich bekomme Glut und... Kritisch auf den Rücken, dann ein Geld. Jetzt würde mich mal interessieren, ob ich nur Glut bekomme oder auch menschlich werde. Ach, das ist sogar ein Bonfire bei dir jetzt. Ja, dann reise ich eben oder... Ah, ja, okay. Soll ich dann zum Bonfire zurückkommen oder... Ja, oder sollen wir das nächste Mal machen? Können wir auch machen. Dann würde ich sagen, beenden wir jetzt hier. Und machen dann einfach dann das nächste Mal damit weiter, dass ich auch den Boss bekomme. Genau. Alles klar, Leute. Macht's gut, bis nächstes Mal. Ciao. So, Leute, es geht weiter mit Jendrik. Ohne mir. Und wir sind im Feuerbrandschrein, weil ich mal eben ein paar Pfeile kaufen wollte. Und zwar, um den Drachen da wegzukriegen. Ups.
Gönn dir. Überschüssige Objekte wurden gelagert? Hä? Kannst jetzt nur noch 100 Pfeile lagern und... Ach nee, da, 99. Okay. Das ist doch scheiße. Ja. Lagerkiste. Sind jetzt hier drin? Wahrscheinlich, ne? Ja. Oh, ich hab Gift. Hä? Ach, gewöhnlicher Fall. Naja. Okay. Also die Reise. Hier. Genau. Unser Buch ist angekommen. Zumindest das erste. Das ist jetzt das englische in Taschenbuchformat. Naja. Also die anderen Format. Ja, also ich meine, ich wusste ja, dass es ein Taschenbuch ist, aber so die Wertigkeit so vom Papier her und so weiter. Ist irgendwie geringfügiger als bei den anderen beiden. Ich habe mir aber auch noch das in Hardcover auch nochmal bestellt, zwar in Deutsch, aber ich weiß nicht, ob ich das in Deutsch behalte. Ich muss mal gucken, wie das in Deutsch ist, weil wenn das in Deutsch so schlecht ist wie das Deutsche von Dark Souls 2, schicke ich es auf jeden Fall wieder zurück und hole mir dann das Hardcover-Buch in Englisch und schicke mir dann auch dieses englische Taschenbuch wieder zurück. Hast du schon deins eingelegt? Noch nicht. An irgendeinem markanten Punkt wieder, oder? Kannst du es hier oben auf die Treppe legen? Kann ich, soll ich es noch machen? Ja, mach mal. Alles klar. So, liegt. Oh, das wäre so ein lilanes. Ja. Aber da habe ich jetzt keinen Bock drauf, nicht auf PvP. Nee. Es kann ja sein, dass wir. Ja, das Sign vielleicht weiter hinten hinlegen müssen. Warte doch hier da, nicht bewegen! Alles klar. Junge, läuft ja heute, ey. So, ich geh schon mal vor, ne? Tu das. Aber nicht sterben. Ach, scheiße. Hier ist der Fette. Machen wir gleich wieder schön Opfertaktik, dass ich vorlaufe und den ich dann immer wiederholst. Ja. Wenn ich dann mal wieder verkackt habe. Ich habe übrigens, ne, wir können ja dann auch gleich mal im Buch gucken. Liegen da meine Seelen? Ich würde sagen schon. Der Drache ist da. Ja, dann komm mal runter und hilf mir. Ich habe mich übrigens wieder umentschieden zu den beiden Krummsäbeln oder Krummschwertern. Yo, hi. Na? Weil irgendwie gefiel mir das besser. Das Uchigatana ist zwar nicht schlecht, aber es ist doch schon recht langsam in der Angriffsgeschwindigkeit. Wo ist der denn der? Ja, ich habe ihn gerade an der Theke getroffen. Nice, ne? So regeln wir das bei uns zu Hause. So, und jetzt auf den Drachen. Weil der soll ja dann irgendwann weg. Ja. Oh, das ist... Volle Breitzeit. Okay, darauf war ich nicht gefasst, dass der sich umdreht. Alter. Ah, es kann sich nur noch ums Toten handeln. Ja, du müsstest mich mal kurz reinlassen, ne? Ach so. Ah, alles gut. Los, komm schon. Giftpfeile werden geiler. Das stimmt. Aber siehst du, man muss nur ein paar Pfeile machen. Oh. Und aber ein paar mehr. Was ist ein paar, ne? Es können ja zumindest nicht mehr als 99 sein. Weil dann, ich muss ja wirklich jetzt schon weg müssen. Da, er fliegt, komm! Oh Mann, echt mal. Ja, ich dachte, ich mache mich mal ein bisschen nützlich. Sehr gut mitgedacht. Och komm, ey. Ist mega spannend, Leute. Ja.